Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. FES stellt neuen Brennstoffzellen-LKW vor. Familiennachmittag im Freibad Hartmannsdorf und die Wasserwacht an der Talsperre Pöhl. TAGaktuell, das regionale Abendmagazin. Liebe Zuschauer, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu TAGaktuell vom Mittwoch. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ein Meilenstein für die Mobilität der Zukunft, so sieht es die FES GmbH Fahrzeugentwicklung Sachsen. Am 22. Juli stellte sie mit Stolz ihr neuestes Innovationsprojekt vor. Der wasserstoffbetriebene FES-Brennstoffzellen-LKW symbolisiert die fortschrittlichen Entwicklungen und das Engagement der FES GmbH für eine nachhaltige und umweltfreundliche Mobilität. Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer war bei der Präsentation dabei. In einer Halle auf dem FES-Gelände war alles für die stilgerechte Präsentation vorbereitet. Kurz zur Firma selbst. Seit ihrer Gründung im Jahr 1992 hat sich die FES GmbH als ein führender Entwicklungsdienstleister in der Automobilindustrie etabliert. Mit rund 850 Mitarbeitern bietet das Unternehmen umfassende Lösungen in der Gesamtfahrzeugentwicklung für nationale und internationale Automobilhersteller, Zulieferer sowie für Bahn- und Luftfahrtindustrie. Gespannt schauten die Gäste zur gegenüberliegenden Hallenwand. Dort setzte sich der LKW in Bewegung. Langsam war erkennbar, wer da mit im Führerhaus saß. Ministerpräsident Michael Kretschmer wurde herzlich begrüßt. Zunächst sprach Christian Schwamberger, Geschäftsführer der FES GmbH. Er kommentierte: Der neue FES-Brennstoffzellen-LKW ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer grüneren Zukunft. Wir sind begeistert, dieses innovative Fahrzeug der Öffentlichkeit vorzustellen und damit einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende in der Mobilitätsbranche zu leisten. Unsere kontinuierliche Entwicklung ermöglicht es uns, den technologischen Wandel aktiv mitzugestalten. Besonders stolz sind wir, dass wir dieses innovative Projekt komplett aus Eigenmitteln ohne staatliche Förderung umsetzen konnten. Für eine erfolgreiche Mobilitätswende braucht es einen homogenen Mix alternativer Antriebsarten. Wasserstoff ist aus unserer Sicht ein essentieller Bestandteil dessen und gerade für den Güterverkehr eine echte Alternative zum Verbrennungsmotor. Bei dem vorgestellten LKW mit 18 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht handelt es sich um ein serienreifes Produkt, welches in Kürze vorbestellt und ab 2025 ausgeliefert werden kann. Zudem ist es je nach Kundenanforderung auch möglich, andere Konfiguratoren bezüglich des Gesamtgewichtes und der Aufbauten zu wählen. Das ist schon was Besonderes, hier bei Ihnen zu sein und diese neue Innovation jetzt so persönlich mitzuerleben. Natürlich sprach auch Ministerpräsident Michael Kretschmer ein Grußwort. Er betonte die Bedeutung dieser Innovation. Die Vorstellung des FES-Brennstoffzellen-LKWs ist ein herausragendes Beispiel für die Innovationskraft und das technische Know-how in Sachsen. Sie haben als FES in den vergangenen 3 Jahrzehnten mit eigener Leistung überzeugt. Sie haben dafür gesorgt, dass es neue Produkte gibt. Sie haben sich neue Kunden organisiert. Sie haben mit Qualität und Leistung und mit ganz großer Kreativität gezeigt, dass Sie es einfach drauf haben. Und diese über 800 Menschen, die heute hier bei Ihnen arbeiten, die gehören eben in Deutschland und darüber hinaus in Europa zu den Besten, die es gibt im Bereich von Testing und Entwicklung und auch von Produktion. Und das macht uns, meine Damen und Herren, stolz und kann uns allen miteinander auch die Kraft geben, die neuen Aufgaben, die neuen Herausforderungen anzugehen. Solche Projekte sind essentiell, um den Standort Sachsen als führend in der modernen Fahrzeugentwicklung zu positionieren und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Neben der Bereitstellung von Entwicklungsdienstleistungen hat die FES GmbH begonnen, eigene Produkte zu entwickeln und zu fertigen, die auf die Energiewende im Mobilitätssektor abzielen. Dazu zählen sowohl Batterie- als auch Brennstoffzellenbetriebene Fahrzeuge. Ein bemerkenswertes Beispiel ist die seit 2021 im Serieneinsatz befindliche FES-Zell, das weltweit kleinste Brennstoffzellensystem für autonom fahrende Intralogistikfahrzeuge. Ja, eine herzliche Einladung an Sie alle und an euch alle. Im Freibad im Rödelbachtal in Hartmannsdorf ist wieder richtig was los. Wochenende vom 28. Juni, da geht's los. Familiennachmittag hier bei uns im Freibad ab 14 Uhr. Und ganz wichtig, für Kinder ist der Eintritt frei. Wir haben ein super Programm, wir haben wieder ganz viele Akteure. Wir haben die DRK Wasserwacht, die hier aktiv ist, Aktivgesundheit, Wassersport. Ganz viele, die sich einbringen, auch ehrenamtlich natürlich unser Freibad-Team. Der Imbiss ist geöffnet, also hier ist richtig was los. Und wir schauen mal, wenn das Wetter gut ist, wird vielleicht auch der Neptun aus den Tiefen des Bades aufsteigen zur traditionellen Neptuntaufe. Um 14 Uhr geht's los. Da fangen wir an mit unserem Familiennachmittag. Um 15 Uhr geht es schon los. Dieses Jahr wollen wir wissen, wer ist der Schnellste auf unserer schönen Rutsche. Und dann kommt, wie der Christbild schon sagte, der Neptun eventuell 16 Uhr. Und wir machen mit Tukatentauchen weiter. Das ist dann gleich eine Stunde später. Und als wunderschönen Abschluss, wie wir das jedes Jahr schon machen, gibt es Stundenschwimmen. Also wer möchte, kann hier sein Totenkopfschwimmer machen, eine Stunde oder eine anderthalbe Stunde schwimmen. Außerdem haben wir noch eine Bastelstraße, eine große Hüpfburg wird noch aufgebaut. Wir werden Stockbrot rösten, ja, und wir werden auch unser Glücksrad noch mal anschmeißen, mal gucken, was da passiert. Und ich denke, so als Rahmenprogramm ist das schon eine tolle Sache. Und dieses Jahr gibt es auch noch Yoga für Kinder. Werden wir mal probieren, wie das funktioniert. Wir haben da jemanden da, der das kann. Und dann denke ich, wird das als Familiennachmittag eine ganz feine Sache. Hoffentlich schönes Wetter und viele Gäste. Am Sonntag nach Hartmannsdorf ins Freibad. Ich bin auch mit dabei. Werbung. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, Äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Mit dem Messkinn kann ich ganz genau sehen, wie ich meine Fortschritte im Sportpark erreichen kann, nach und nach immer besser. Internet mit bis zu 1000 Mbit. Einfach gebucht, schnell verbunden und viel gespart. Bis zu 1000 Mbit ab monatlich nur 39,99 € plus gratis TV. Jetzt informieren auf pure.com. Gestern berichteten wir über das Veteranentreffen der Wasserretter an der Talsperre Pöhl. Vor 60 Jahren wurde der Wasserrettungsdienst gegründet. Ein Jahr später hieß er dann Wasserwacht. Somit feiert dieser Dienst im kommenden Jahr sein Jubiläum. Wir besuchten die Kameraden an einem Samstagvormittag. Sie zeigten uns, wie ihr Alltagsdienst aussieht. Bademeister, Rettungsschwimmer, Wasserretter. Von der Arbeit dieser Menschen haben viele oft recht klischeehafte Vorstellungen. Sommer, Sonne, blaues Wasser, das klingt eher nach Urlaub und Müßiggang als nach Arbeit. Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte. Natürlich ist es toll, bei schönem Wetter am Wasser seinen Dienst zu tun. Einer der Kameraden bezeichnete die Wasserwacht als schönsten Arbeitsplatz an der Talsperre. Doch diese Menschen haben auch eine große Verantwortung und, wenn es zu einem Einsatz kommt, sind sie gefordert und müssen überlegt handeln. Ja, also der Träger dieser Wasserrettungswache hier ist der Rettungszweckverband Südwestsachsen. Und er hat Leistungserbringer mit der Durchführung beauftragt. Und das ist in dem Fall das DRK in Reichenbach. Und wir als Wasserwacht Pöhl gehören sozusagen zum DRK Reichenbach. Ja, es sind sehr weitreichende Aufgaben hier. Zum einen natürlich den Bereich der Wasserrettung, der Gewässerpflege, also in gewisser Weise auch etwas Naturschutzaspekte spielen mit rein. Aber wir sind auch für die medizinische Sicherstellung der Erstversorgung auf dem Wasser und auch an allen angrenzenden Wiesen, Bungalowflächen, Straßen und sogar den angrenzenden Gemeinden zuständig. Ein riesiges Terrain, was man unmöglich komplett überwachen kann. Ja, also das Gewässer ist 7 Kilometer lang und hat 40 Kilometer Uferfläche. Wir sind natürlich bemüht, einen Großteil der Wasserfläche zu beobachten. Aber so wie man sich das jetzt in einem Freibad vorstellen kann, dass dort ein Schwimmmeister die ganze Zeit die gesamte Wasserfläche beobachtet, so einfach geht es hier leider nicht. Wir sind auf die Mithilfe der anwesenden Bürger angewiesen. Und rund um die Talsperre gibt es ein sogenanntes Notfallbeschilderungssystem, was es auch Ortsunkundigen erleichtern soll, im Falle eines Notfalls eine korrekte Ortsangabe mitzuteilen. Und dann ist der Werdegang so, dass ganz normal der Notruf 112 gewählt wird, diese entsprechende Notfallbeschilderungskennung durchgegeben wird. Und dann werden wir zusammen mit dem Regelrettungsdienst zu dieser Einsatzstelle alarmiert. Und so sieht das dann aus. Einsatz! C8. C8 ist die Schiffsanlegestelle, nehmen wir das Boot. Jawohl, alles klar. Geht los. Was ist das tägliche Brot eines Wasserretters? Ja, es sind ganz verschiedene Dinge. Der beste Tag ist natürlich, wo wir nur einsatzbereit sind und jetzt gar nicht ausrücken müssen, weil es dann auch allen Bürgern und Schwimmern hier gut geht. Aber ansonsten haben wir mit dem ganzen medizinischen Spektrum zu tun. Gerade jetzt im Sommer, es gibt Menschen, die dehydrieren, die einen Sonnenstich erleiden. Aber das ganz normale Spektrum der Notfallerkrankungen, hier sind Menschen mit Schlaganfällen, mit Herzinfarkten, kürzlich auch Menschen, die einen Kreislaufstillstand erlitten haben und dann reanimiert werden müssen. In so einem Fall zählt natürlich jede Sekunde. Und da denke ich, ist das eine wertvolle Unterstützung von uns, um die entsprechende Rettungskette zu verkürzen und die Zeit wertvoll zu überbrücken, bis der Regelrettungsdienst hier an der Tauschbare eintreffen kann. Schnelligkeit ist also auch auf dem Wasser wichtig. Wir haben hier ein Boot mit 250 PS. Wir schaffen hier 90 km/h auf dem Wasser. Aber man sollte auch wissen, dass man die 90 km/h auch irgendwie handeln muss. Und das ist halt hier sehr gefährlich, weil überall sind Schwimmer. Die Schwimmer kreuzen sehr gern die Talsperre. Da reden wir davon, dass die Schwimmer sich meistens selbst überschätzen manchmal und auch mal 2 Kilometer schwimmen. Wir haben hier Bootsbetrieb und da muss man natürlich auch irgendwo das Boot unter Kontrolle haben. Weil einfach so langsam fahren kann jeder. Im Endeffekt ist unser Auftrag, so schnell wie möglich zum Patienten zu gelangen. Wir können für unsere Aufgaben hier auf 3 Motorrettungsboote zurückgreifen, von denen mindestens immer 2, im Bedarfsfall auch 3 einsatzbereit an unserer Station verfügbar sind und im Alarmfall dann entsprechend ausrücken können. Technisch ist die Wasserwacht gut ausgestattet. Was müssen die Kameraden mitbringen? Man sollte natürlich in allererster Linie Rettungsschwimmer sein. Hier ist das deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber erforderlich. Das muss spätestens alle 2 Jahre auch aufgefrischt werden und jährlich muss eine Prüfung in aktueller Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt werden. Und dann sollte man aber für die Aufgaben hier aufgrund auch unseres umfangreichen medizinischen Spektrums auch im Bereich der Ersten Hilfe und erweiterten Erste Hilfe etwas geschult sein. Die meisten von uns sind zusätzlich zum normalen Ersthelfer noch im Sanitätsdienst ausgebildet. Und wir haben auch einige Kameradinnen und Kameraden, die im Rettungsdienst mit aktiv sind und dort eben als Rettungssanitäter oder sogar Notfallsanitäter ausgebildet sind. Wir können aktuell auf eine Dienstmannschaft von etwa 25 Kameradinnen und Kameraden zurückgreifen. Davon sind natürlich auch einige, gerade jüngere Kameradinnen und Kameraden, die wegen Studium oder Ausbildung nicht immer hier in Plauen und Umgebung vor Ort sind und deshalb weniger Dienste übernehmen können. Und wir benötigen für jeden Dienst mindestens 5 Mann Besatzung. Das ist durchaus für eine ganze Saison von Mai bis September schon eine erhebliche Herausforderung für uns, alle Dienste zu besetzen. Ich bin der Kian Brendel. Ich bin jetzt seit einer Woche hier bei der Wasserwacht hier in Pöhl. Vor einem Jahr war ich mit meinen Eltern im Urlaub und da kam mir die Idee, weil ich schon vorher einen Rettungsdienst wollte, beziehungsweise auch immer noch möchte. Und dadurch, dass ich früher als kleines Kind auch beim Tauchsport war, dass man ja den Rettungsdienst und das Wasser verbinden kann, dann hier bei der Wasserwacht. Und dadurch, dass ich hier direkt mit in Kreiz wohne, direkt in der Nähe der Pöhl, bin ich dann darauf gekommen, dass ich ja hier an der Pöhl meinen Rettungsschwimmer machen könnte. Ja, deswegen bin ich jetzt hier und mache meinen Rettungsschwimmer. Ich bin die Anna-Lena Degner. Ich bin jetzt seit 4 Jahren hier in der Wasserwacht. Und zwar bin ich damals zum Sommerkurs hier mit dazugekommen. Da hat die Wasserwacht hier extra für die Talsperre Pöhl Rettungsschwimmer gesucht und die dann auch ausgebildet hier. Und was macht dir Spaß an der ganzen Geschichte? Naja, erstmal ist es natürlich, dass wir hier Leuten helfen können, dass wir wirklich rausfahren und was bewirken können, überbrücken können, bis halt wirklich der Rettungsdienst kommt. Und das sind manchmal schon kostbare Minuten. Und dann natürlich, man lernt wirklich viel dazu. Also die Kameraden hier vom Bootfahren bis hin zum wirklich medizinischen lernen wir hier sehr viel. Genau, das ist erstmal so das Dienstliche. Und dann geht es ja natürlich weiter, dass man sagt, das ist schon wie eine Familie hier. Es geht ja nach dem Dienst noch weiter. Man sitzt dann halt abends da am Lagerfeuer. Und es ist einfach ein echt schönes Gefühl, so dazuzuhören und das wie so eine große Familie einfach zu leben. Super. Was machst du im zweiten Leben, also außerhalb der Wasserwacht? Momentan studiere ich Archäologie und Geschichte in Halle und bin dann halt semesterferientechnisch immer hier unterwegs. Mit den beiden hat die Wasserwacht einen guten Griff getan, aber dennoch ist Nachwuchs immer gefragt. Wir hatten auch dieses Jahr, wie die letzten 2 Jahre, wieder versucht, einen expliziten Sommerkurs hier bei uns an der Talsperre, an der Station anzubieten, um die Leute, die Interessenten auch schon direkt für die Aufgaben, für das Aufgabenspektrum bei uns auszubilden. Leider hatten wir da dieses Jahr sehr wenig Resonanz. Es hat sich nur ein Interessent gemeldet. Wer sich vorstellen kann, hier mitzuhelfen, wohin kann er sich wenden? An DRK Reichenbach. Die sind auf jeden Fall erster Ansprechpartner und haben alle unsere Kontaktdaten und können dann an die zuständigen Verantwortlichen an der Station verweisen. Und während der Sommerferien wäre es natürlich auch möglich, jeden Tag zwischen 9 und 18 Uhr für Interessenten einfach mal hier vorbeizukommen und unsere Kameradinnen und Kameraden im Dienst anzusprechen. Ralf Müller ist ein alter Hase. Ja, das ist jetzt schon meine 22. Saison hier an der Talsperre. Und ich bin nebenbei auch im Rettungsdienst aktiv und bin also auch über die Tätigkeit hier bei der Wasserwacht dann zum Rettungsdienst gekommen und habe da meine Leidenschaft dafür entwickelt und Gott sei Dank bis heute nie verloren. Ja, und natürlich hat dieser Job auch seine schönen Seiten. Das bestreitet keiner. Ja, also es ist natürlich für jeden Naturliebhaber, der im Sommer gern irgendwie an einem Freigewässer aktiv ist, ist das hier der perfekte Platz. Wenn man dazu noch eine Leidenschaft hat, Menschen zu helfen, mit Mutterboden umzugehen und auch medizinisch ein bisschen aktiv zu sein, dann ist das hier die perfekte Kombination aus allem. Auch das Gelände bietet uns natürlich vor und nach dem Dienst Möglichkeiten, uns so angenehm wie möglich zu machen. Wir treffen uns hier ganz oft auch nach dem Dienst zum Grillen, zum Lagerfeuer. Also ich glaube, es ist für jeden Interessent eine herausforderungsvolle Aufgabe, die aber gleichzeitig auch viel Spaß und Erfüllung bringt. Hier ist Urlaubsfeeling garantiert. 85 Tonnen Sand, heiße Rhythmen, Cocktails, exotisches Essen und Sandspielzeug für die Kinder werden mit den karibischen Tagen auf den Schlossvorplatz in Glauchau geholt. Am Freitag, dem 26. Juli, läutet die karibische Partymaschine Basoto All Stars mit ihren kolumbischen Wurzeln das Eventwochenende ein. Begleitet wird sie von DJ Spice 23 und in den späten Abendstunden wird allen mit einer Feuershow noch einmal eingeheizt. Am Samstag übernimmt die Latin-Band Palito Asche das musikalische Ruder. Ihre Spezialität ist neben der Vielfältigkeit an modernen lateinamerikanischen Musikrichtungen die Interpretation der modernen und traditionellen afrokubanischen Musik. Am Abend wird es mit der Salsa-Band Latino Total noch tanzbarer. Auch am Samstag ist DJ Spice 23 noch einmal mit am Start und jeder hat noch einmal die Chance, eine Feuershow zu genießen. Am Sonntag, dem 28. Juli, erobern sich die Familien den Schlossvorplatz. Die Kinder können zusammen mit dem Captain der Karibik den verschwundenen Schatz suchen und dabei einen Stationslauf absolvieren, während die Eltern mit einem kühlen Getränk in Liegestühlen sitzen und DJ Spice 23 lauschen. Der Eintritt an allen 3 Tagen ist frei. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Zurzeit kann man in Plauen wieder die Geheimnisse des Schlosshanges über- und Untertage erleben. Diese Führungen finden regelmäßig statt und wenn Sie eine der vorherigen verpasst haben, dann ist das kein Problem. Am 25. Juli findet wieder eine Führung statt. Treffpunkt ist um 16:30 Uhr am Eingang des Luftschutzmuseums an der Syrerstraße. Bei der Führung gibt es viel Wissenswertes über die Rekonstruktion der Amtsgärten und Schlossterrassen sowie interessante Fakten zur Stadtentwicklung zu erfahren. Außerdem kann ein Blick von der Bastion auf die Altstadt genossen werden. Anschließend geht es in die 5 Bergkeller unterhalb des Schlosshanges. Die Führung ist für maximal 25 Personen und nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet. Erwachsene zahlen 7,50 € und ermäßigte Teilnehmer 5,50 €. Die Führung dauert 1,5 Stunden. Eine vorherige Anmeldung in der Touristinformation ist erforderlich. Weitere Informationen zu allen Führungen gibt es auch unter www.plauen.de/Führungen. Der regionale Sport wird Ihnen präsentiert von Hofmann Metall, Ihr Experte für Ressourcenrückgewinnung. Am vergangenen Samstag im zweiten Vorbereitungsspiel für den VfB Empor-Glauchau traf die Mannschaft auf den VfB Auerbach. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen für den VfB Auerbach. Das Team von Trainer Nico Quade kam in der ersten Hälfte selbst zu ersten klaren Aktionen, aber auch die Auerbacher ließen sich nichts nehmen. Nach 33 Minuten war es Weigel, der nach einer schönen Kombination für die Gäste einnetzen konnte. Mit einem 0:1 Rückstand für Empor ging es in die Kabinen. Der zweite Spielabschnitt verlief ähnlich, die Gastgeber konnten aber bald durch Gläser nachlegen und damit den 1:1 Ausgleich erzielen. Nur wenige Minuten später traf erneut Graf zur 1:2-Führung für Auerbach. Trotz weiterer Chancen konnte Empor nicht mehr ausgleichen. Es blieb beim 1:2 für den VfB Auerbach. Bereits heute spielt Empor gegen den SC Borea Dresden, die Mannschaft U19, bevor dann am Wochenende das Spiel gegen den FC Erzgebirge Auer ansteht. Werbung. Der Planitzer Markt ist geöffnet. Nicht nur die Straßendecke, auch alle Geschäfte und Gastronomen. Ob Essen, Einkaufen oder Geld abheben, wir sind weiter für Sie da. Auf dem Planitzer Markt in Zwickau. Wow, so einfach ist das. Eine richtig tolle Wohnung und eine Ausstattung, die wir aussuchen konnten. Genau die Küche, die tollen Fliesen an der Wand, eine richtig schöne Dusche. Und das nur für ein paar Euro mehr im Monat. Wenn alles so einfach wäre, dann müsste sich die Steuererklärung selber ausfüllen. Es nie mehr Bad Hair Days geben, Kaffee nie kalt werden, man nur nette Verwandte haben und immer Grünphasen auf dem Weg. Man müsste sich beamen können und Zeitreisen wären möglich. Wow. Sie müssen nur noch unterschreiben. Bestimme deine Miete und Ausstattung selbst mit dem Mietkonfigurator der GGZ. Ich liebe die sportliche Herausforderung. Das ist für mich ein Lebenselixier. Als ich vor ca. 2 Jahren bei einem Golfturnier ganz fürchterliche Schmerzen in meinem Hüftgelenk hatte, war es für mich eine mittlere Katastrophe. Dann habe ich von Rosaxan gehört. Und seit ich Rosaxan einnehme, sind diese Schmerzen komplett verschwunden. Jetzt kann ich mich endlich wieder meinen neuen sportlichen Zielen hingeben und freue mich sehr darauf. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Nach einem durchwachsenen Tag wird es morgen wieder richtig sonnig. Das Quecksilber klettert im Tagesverlauf bis auf 24 Grad. Nach einer recht frischen Nacht mit Temperaturen um die 10 Grad erwarten uns am Freitag wieder Spitzenwerte nahe der 30 Grad Marke. Sonnenschein dominiert dann das Wettergeschehen im Sendegebiet. Ab dem Nachmittag tummeln sich harmlose Wolken am Westsachsenhimmel. Der Samstag beschert uns einen richtig heißen Sommertag. Bei Temperaturen um die 32 Grad scheint den ganzen Tag über die Sonne. Gelegentlich ziehen Wolken ins Sendegebiet. Mit Niederschlägen ist allerdings nicht zu rechnen. Aus heutiger Sicht kommt der Sonntag recht wechselhaft daher. Dann bewegen sich die Spitzenwerte um die 20 Grad. Die Sonne wechselt sich mit wolkigen Abschnitten ab. Immer wieder kann es regnen. Liebe Zuschauer, das war die Mittwochsausgabe Ihres Abendmagazins Tagaktuell. Vielen Dank fürs Einschalten. Ihnen jetzt einen schönen Abend und bis morgen. Machen Sie es gut. Tschüss.